einen wunderschönen zusammen. Jo, wir haben, naja, das Wetter ist nicht ganz so schlecht wie gedacht. Eigentlich war ja Regen gemeldet und sowas, aber es ist trocken. Es blinzelt sogar ein bisschen die Sonne durch. Und ich habe mir gedacht, weil ich sonst nichts vorhabe, großartig, gehe ich heute mal wieder laufen. Habe ich lange nicht gemacht. Ich werde ein kleines Ründchen mal abmarschieren. Schön seichtes Tempo. Da kann ich auch die Kamera gut mitnehmen. Training wird gestartet. Sekunden. Strecke 5,22 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit 6 Minuten 54 Sekunden pro Kilometer. Geduscht und wieder frisch. Sitze ich jetzt zu Hause. Boah. Gott, es war schön. Unterwegs, das habe ich leider nicht gefilmt. Da waren so schön die gemähten Wiesen. Und nebendran, also auf den Wiesen dann die großen Rundballen, musste ich direkt an meinen FPV-Simulator denken, weil da habe ich auch ein Level, wo das quasi so aussieht und es war immer so mein Lieblingslevel am Anfang. Normalerweise müsste ich mit der FPV-Drohne raus, schaffe ich aber heute nicht mehr. Aber das versuche ich die Tage auf jeden Fall in Angriff zu nehmen. Ansonsten geht es jetzt gleich noch zur Arbeit. Es ist Dienstag und Deutschland spielt und ich muss zur Arbeit. Leider, leider. Ich höre es mir dann halt wieder im Radio an. Es hat auch seinen Charme. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Fußballspiel im Radio gehört hat, aber zum Beispiel das Ungarn-Spiel habe ich ja auch schon im Radio gehört, weil ich auf der Arbeit war. Und das muss ja ein unglaublich langweiliges und zähes Spiel gewesen sein. Im Radio war es voll der Krimi. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Gut, ansonsten, ich habe zwei Störche unterwegs gesehen noch. Den einen wollte ich filmen, aber habe irgendwie bei der Kamera falsch rumgedrückt und habe nur irgendwie schön meinen Bauch gefilmt. Und dann war noch ein zweiter Storch, der ist auf einer Pferdekoppel rumgelaufen. Das war sehr geil. Da war dann ein Pferd, das ist quasi dann immer auf den Storch zu, um ihn halt zu vertreiben. Der Storch ist dann immer ein paar Meter weiter geflogen und hat sich wieder hingesetzt. Und das Pferd dann wieder losmarschiert. Und dann der Storch wieder. Es war sehr lustig anzusehen. Aber die waren wirklich zu weit weg, als dass ich sie überhaupt mit der Kamera hätte aufnehmen können. Whatever. Ich merke schon, das kurze Video artet zum Labervlog aus. Soll es gar nicht sein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.